Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter, wie ihr sicherlich alle wisst, und heute würde ich gern ein Thema aufgreifen, wo wir relativ viele Kommentare von euch bekommen haben, und zwar, wie sieht eine optimale Trendwende aus oder wie erkennt man vielleicht eine Trendwende schon etwas eher, was charakterisiert eine Trendwende? Und da habe ich einmal hier einen Chart von einem Titel KOPN ausgesucht, und ich denke, so etwas, wie wir hier die letzten 4 Tage gesehen haben, das ist ja eigentlich das, was ihr herausfinden wollt. Und solche Werte wollt ihr natürlich möglichst relativ zeitig finden. Und das sind solche Kerzen immer ein ganz guter Anhaltspunkt. Entweder ein Doji oder halt eine Kerze mit einem extrem kleinen Kerzenkörper und der extrem großen Lunte, die wir hier sehen. Weil was bedeutet das? Es testet die Tiefkurse hier ein Stück weit an. Und wir sehen im Prinzip hier eins. Bei der 6-Dollar-Marke müssen wohl dann einige hier so ihre Kaufprogramme gestartet haben. Jedenfalls hat es in der Form dann an diesem Tag bis über 8 Dollar noch korrigiert. Und dann in den nächsten Tagen begann der sukzessive Anstieg. Ideal ist natürlich auch, wenn Sie da oder wenn ihr da richtig große grüne Kerzenkörper habt, als auch wenig Schwankungen, sondern wirklich einen stabilen Anstieg im Tagesverlauf. Aber das sind im Prinzip die ersten Ausschläge, auf die ihr achten solltet. Also Kerzen, wo wirklich inner Handelsverlauf zu sehen ist. Wir können auch mal Intraday dann reinschauen. Da wird man sehen, dass hier da vor 4 Tagen eine größere Korrektur stattgefunden hat, Intraday, aber die ist dann einigermaßen wieder aufgefangen wurde. Hier sehen wir den Bereich, das heißt, das ist der Bereich, über den wir hier gesprochen haben. Und ganz klar zu erkennen, hier die 6-Dollar-Marke, wo das Ganze Widerstand hat, dann die Korrektur. Also das ist das, was wir im Prinzip als Trendwende bezeichnen oder als den Beginn der Trendwende. Wirklich fortgesetzt hat sich dann, wie ihr seht, hier in diesem Verlauf in den letzten 3 Tagen. Also das sind, sage ich mal, Szenarien, wie man sich das Ganze vorstellt. Und hier vielleicht auch noch für euch ein zweites Beispiel, um das etwas besser darzustellen. Hier haben wir eine grüne Kerze, aber auch das eine rote Kerze. Aber auch hier ganz wichtig, wir haben die große Lunte, die auch viel größer als der Kerzenkörper selbst ist und fast eine Kopie von dem Chart, den wir gerade gesehen haben. Das ist hier der Wert GOEV. Man kann in solchen Phasen natürlich immer sagen, okay, man nutzt gleich den Tag, wo man das sieht. Natürlich mit dem Risiko, dass das vielleicht am nächsten Tag dann doch nochmal diese Tiefkurse antestet. Viele, die dann längerfristig reingehen wollen, wollen natürlich in der Form vielleicht erstmal 1, 2 Tage sehen, wo das dementsprechend wirklich korrigiert oder wo dann wirklich die Trendwende folgt. Aber ich glaube, ganz wichtig, beginnender Punkt sind sehr, sehr häufig diese Formationen, wo wir einen Abwärtstrend hatten, dann diesen Kerzenkörper mit der großen Lunte und danach folgen stabile grüne Kerzen. Ideal sogar hier, dass die Kerzen stückweise ein Stück größer werden und wir sehen jetzt eigentlich erst richtig die Dynamik in dem Wert beginnt. Wenn dazu noch Volumen kommt in den Aufwärtstrend, umso besser. Das sind die Dinge, die wir sehen wollen oder das sind die, die natürlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, dann auch einen dementsprechenden Treffer zu erzeugen. Ja, wenn ihr weitere Trades oder weitere interessante Dinge zum Thema Trading, zum Thema Trading-Begriffe sehen wollt, subscribt hier zu unserem Kanal. Ich würde mich freuen und verbleibe bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.